Ja, danke. Ich lege als mal los ohne die Digitalisierung hier. Danke für die tolle Einladung hierhin und danke, dass ich in dieser illustren Reihe mitreden darf. Wo ist er? Danke an Herrn Professor Moretti und an euch Hochschuldidaktik. Und ich freue mich auch, ich bin ja auch schon ein paar Jahre in Bern, dass das Ganze für mich auch so ein bisschen Klassentreffen-Charakter hat und man Leute trifft, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Zum Beispiel Professor Kurt Lederach, der mich eingestellt hat. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist, aber schön, dass ich dich hier getroffen habe. So, ich nütze meine 15 Minuten hier eigentlich, um jetzt ja, vielleicht ein bisschen über mein Unvermögen zu reden, neue digitale Möglichkeiten besser in meinen Unterricht einzubauen. Ich bleibe ganz bei der Lehre, bei der Medizinethik-Lehre und rede jetzt nicht über Ethik an sich. Und wäre auch über Rückmeldungen oder Ideen froh, aber ich zeige Ihnen einfach, wo da meine Probleme liegen oder womit ich mich schwer tue oder wo ich mir auch ein bisschen Sorgen mache, dass wir das Existenzielle vergessen bei allem, was jetzt hier so interessant klingt. Meine These ist, dass im Moment, zumindest mir, digitales Lehren, Lernen wenig nützt, wenn ich versuche, meinen Medizinstudenten zu erklären oder näher zu bringen, dass sie als Ärztinnen und Ärzte in existenziellen Situationen drin sein werden. Und dass es mir schwerfällt, ihnen irgendwie beizubringen, wie sie das antizipieren können, weil ich wiederum als klinischer Ethiker dann nachher sehe, wenn die jungen Ärzte und Ärztinnen scheitern in existenziell schwierig herausfordernden Situationen. Darum geht es bei mir und darüber will ich die nächsten 10 Minuten reden, wie ich da versuche und was wir machen und wo ich stehe. Also hier ist jetzt zum Beispiel so eine Situation, die ist jetzt so ein bisschen illustrer aufbereitet, aber das ist jetzt eine Real-Life-Situation aus dem Inselspital. Ich arbeite im Inselspital und auch für die medizinische Fakultät. Und das ist jetzt natürlich eine anonymisierte Situation. Und die Lilly ist auch nicht die Frau, die sie da anguckt. Aber ich dachte so vom Betroffenheitspathos wäre es gut, es würde sie jemand angucken. Und jetzt aber wieder zum Ernst der Situation. Der Ernst der Situation ist, dass das dann eine schwierige ethische Entscheidungssituation ist. Ich lese es jetzt nicht ganz. Sie können lesen. Ich sage Ihnen, worum es geht. Als klinischer Ethiker sind wir in der Moderation von schwierigen Entscheidungssituationen in Kliniken. Wir machen ungefähr im Jahr so 80 bis 100 Moderationen und Beratungen in solchen Situationen. Und solche Situationen sind einfach Mist, weil da kommt nichts Gutes raus. Da kann man noch die besten ethischen Entscheidungsfindungsmodelle anlegen. Die Frau ist schwanger, sie will abtreiben und juristisch ist das kein Problem. Da kann sie natürlich abtreiben. Aber dann sieht der Arzt, dass die dritte Abtreibung in 8 Monaten ist. Und da wird er irgendwie skeptisch und da ruft er eine Ethikfallbesprechung ein. Und jetzt geht es mir um die jungen Leute, die dabei sitzen. Ein junger Assistenzarzt oder ein Studierender am Wahlpraktikum oder eine Pflegende, die sind mit so Situationen oft überfordert. Und ich denke dann, Mensch, könnte man die nicht besser vorbereiten? Aber ich weiß nicht genau wie. Wie gesagt, das ist nur eine Illustration. Ich gehe jetzt nicht auf die Lilly ein. Hier ist auch so ein Fall, um das zu illustrieren. Da hat sich jemand versucht, das Leben zu nehmen mit einem Schmerzmittel, mit Paracetamol. Und dann wird er gefunden und wird in die Insel eingeliefert. Und aufgrund des Paracetamols ist seine Leber so geschädigt, dass er jetzt direkt eine Organtransplantation braucht. Aber Achtung, er wollte sich ja eigentlich das Leben nehmen. Juristisch ist das wieder sehr einfach. Juristisch retten wir den natürlich. Aber ethisch löst das Befindlichkeiten aus im Team, weil da geht es ja dann noch um ein edles Gut, um die Leber von der Warteliste, die dann jemand anderem weggenommen wird und ihm eingesetzt wird, der ja eigentlich nicht mehr leben wollte. Und wieder eine Situation, wo dann insbesondere junge Ärztinnen und Ärzte oder Pflegende in Befindlichkeiten kommen. Wir nennen das moralische Irritation. Und jetzt meine Frage, wie können wir Ihnen das beibringen? Wie sollen wir damit umgehen? Jetzt denken Sie, was machen die da? Also in der klinischen Ethik geht es bei uns um diese Themen. Und das, was ich Ihnen jetzt auf den letzten 2 Folien geschildert habe, das ist halt real-life ethische Fallbesprechungen. Mir geht es aber heute jetzt ja eher um die Lehre. Und die Frage, die ich mir halt stelle für die Lehre, und da habe ich keine richtige Antwort, und vielleicht gibt es da auch keine, ist, schaffen wir es, können wir es denn irgendwie schaffen, in der Lehre
unseren Studierenden so irgendwelche Tools im Umgang mit solchen Grenzsituationen zu vermitteln? Ich gucke jetzt auf die Medizinstudenten, aber wenn wir ehrlich sind, wäre das für alle Studenten wichtig, darauf vorbereitet zu werden, dass sie Leute treffen werden in ihrem Leben, die sich in dem Moment gerade in einer Grenzsituation befinden und wie man damit umgehen kann. Wenn ich über Grenzsituationen rede, jetzt sind wir beim Thema philosophische Begriffsklärung, ich habe auch Philosophie studiert, sage ich Ihnen gerade, dass ich darunter so an Anlehnung von Karl Jaspers solche Situationen verstehe. Ich meine also Situationen, wo Jaspers sagt, sie wären wie eine Wand, an die wir stoßen, an der wir scheitern, sie sind durch uns nicht zu verändern, sondern nur zur Klarheit zu bringen. In jeder Grenzsituation wird mir gleichsam der Boden unter den Füßen weggezogen, ich kann das Sein als Dasein nicht greifen in bestehender Festigkeit. Einzelne Grenzsituationen treffen jeden innerhalb seiner jeweils spezifischen Geschichtlichkeit. Solche Grenzsituationen sind zum Beispiel Tod, Leiden, Kampf und Schuld. Das Dasein überhaupt wird als Grenze erfasst, wenn man in so einer Situation ist, und dieses Sein in der Grenzsituation erfahren, welche die Fragwürdigkeit des Seins der Welt und meines Seins in ihr offenbar macht. Also Achtung, spannend ist ja jetzt hier, wir sind nicht alle in gleichen Grenzsituationen. Also da ist eine Situation, und für jemand bedeutet das Grenzsituation und für jemand anderen nicht. Und da eine gewisse Sensibilität herzustellen, halte ich für Medizinstudenten insbesondere für unerlässlich. Aber wie macht man das jetzt und wie könnte mir da die Digitalisierung helfen? Da habe ich halt keine richtige Ahnung. Jetzt Lehre. Jetzt zeige ich Ihnen Sachen, die ich versucht habe, aber die sind ganz, ganz, ganz weit von Digitalisierung entfernt. Ich habe gedacht, vielleicht müsste man irgendwie die Situationen abgreifen können, wo junge Ärztinnen und Ärzte zum ersten Mal in so einer moralischen Irritation drin sind. Also hatten wir vor einigen Jahren zusammen mit Professor Andreas Stuck den Studierenden, die am Ende ihres Studiums dann in sogenannte Blockpraktika zum ersten Mal in Spitäler reingehen, hatten wir denen in einer Stunde Ethikvorlesung vorher gesagt, Achtung, wenn ihr euch mies fühlt, wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, dann schreibt auf, warum, und schickt uns das. Wir wollten also die Situation live abgreifen. Damals waren so ungefähr 270 Medizinstudenten in Bern und in unserer Naivität haben wir gesagt, schickt uns das. Wir wussten zwar, dass dieses Blockpraktikum über mehrere Monate geht und hatten dann gehofft, dass das über die Monate verteilt kommt, aber irgendwie haben sich auch die moralisch schwierigen Situationen dann am Ende gehäuft, als das Abgabedatum näher rückte. Aber dennoch bin ich überzeugt, und deshalb präsentiere ich es auch hier, von der Idee zu sagen, zu dem Student als Einzelperson, wenn es dich trifft, dann melde dich kurz. Nicht jetzt groß esoterisch, sondern schreib einfach, was dich bewegt. Und so ein Beispiel will ich jetzt mal hier gerade zeigen. Da würde ich mir jetzt auch die Zeit nehmen, die wir jetzt noch haben, das hier durchzulesen. Also schon 2012 schreibt hier ein junger Mann. Ich würde gerne eine persönlich erlebte Situation der Psychiatrie bei einem 77-jährigen Patienten analysieren, die ich als moralisch-ethisch problematisch empfunden habe. Der Patient ist pensioniert, er war in den letzten Jahren mehrfach psychiatrisch hospitalisiert gewesen. Aktuell war er in seiner vierten depressiven Episode stationär in Behandlung. Da ihm langweilig war, konnte ich ihn zu einer Partie Schach motivieren. Schnell wurde klar, dass er weder die nötige Konzentration noch genügend Selbstsicherheit mitbrachte, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt soll der Student schreiben, was diese Situation für ihn so besonders macht. Das hatten wir so vorgegeben. Da schreibt er, nun hätte ich einfach weiterspielen und gewinnen können, das wäre aber für sein Selbstwertgefühl sicher nicht förderlich gewesen. Aufgrund seiner Verfassung hätte ich diesen Sieg als ungerecht empfunden. Oder aber hätte ich ihn gewinnen lassen können, das hätte er als intelligenter Mensch aber wahrscheinlich bemerkt und sich von mir vielleicht nicht genügend ernst genommen gefühlt. Für das grundlegende Vertrauensverhältnis der Arzt-Patienten-Beziehung sehr hinderlich. Dieses Vorgehen hätte nicht meiner moralischen Empfindung von Wahrheit entsprochen. Dann wollten wir, dass er noch schreibt, welche Fragen ihn konkret beschäftigen. Obwohl in einer spielerisch lockeren Atmosphäre wurde mir schlagartig bewusst, wie besonders subtil die Welt der Depression ist
und konkret von was für nebensächlichen Details eine Gefühlsentwicklung abhängen kann. Das da ist nichts Besonderes. Da hat ein junger Medizinstudent Schach gespielt. Aber genau darum geht es mir. Es geht mir nicht um die Transplantation und die Abtreibung von der Lilly und dem Joe. Es geht mir darum, die Studenten an den Stellen zu treffen, wenn, so sagen meine holländischen Kollegen, wenn irgendwie kleine Ethik da ist, wenn was Kleines passiert. Und das hat ja enorme Auswirkungen auf das Arzt-Patienten-Verhältnis. Ich würde jetzt als Medizinethiker, der ich von Hause kein Mediziner bin, sagen, das da war keine so gute Idee. Das ist ein Rollenkonflikt, aber da haben wir eine Situation, an der wir genau drüber nachdenken können. Und ich weiß, das kommt jetzt sehr textlastig daher und die Digitalisierung könnte mir jetzt vielleicht helfen, dass der Student hier aufpoppt und die Geschichte selber erzählt. Aber das ist ja nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, die existenzielle Erfahrung, die der machen muss, weil er wird sie irgendwann, früher oder später, im Umgang mit seinen Patienten machen. Hier ist noch so eine ganz kleine Situation, wo eine Studentin dabei ist, wo eine ältere Dame stirbt. Frau R. ist auf der medizinischen Abteilung eines mittelgroßen Spitals hospitalisiert. Sie ist eine polymorbide 78-jährige Patientin. Frau R. verfügte über keine Patientenverfügung. In mehreren Gesprächen mit den Angehörigen wurde entschieden, dass eine neurologische Rehabilitation keinen Sinn mehr macht. Entsprechend wurde eine palliative Behandlung eingeleitet. Super, medizinethisch, ne? Jeder durfte mitsprechen, Patientenwillen erfüllt, Palliativmedizin mit einbezogen, lehrbuchartig, eigentlich alles fantastisch. Der Zustand der Patientin verschlechterte sich allmählich. Die Angehörigen entschieden, dass eine Verlegung in eine andere Einrichtung nicht mehr sinnvoll und zumutbar sei und dass sie die Patientin im Spital versterben lassen möchten. Der Ehemann, Kinder und Enkelkinder der Patientin waren abwechslungsweise rund um die Uhr anwesend. Frau R. war oft unruhig. Ein Morphinperfusor wurde installiert. Daraufhin wurde Frau R. ruhiger. Die ständige Anwesenheit war für die Familie sehr belastend und anstrengend. In der sechsten Nacht begann die Patientin Atempausen zu machen. Die ganze Familie war um das Bett versammelt und beobachtete die Patientin in der ständigen Erwartung, dass der nächste Atemzug der letzte sein könnte. 4 Stunden später verstarb die Patientin. Muss jeder Arzt wahrscheinlich mal erlebt haben, öfter sogar. Jetzt schreibt sie, das Spannende an dieser Situation ist gerade, dass sie nichts Besonderes ist. Es ist eine Situation, mit der ich als Ärztin in Zukunft noch oft konfrontiert sein werde. Menschen sterben im Spital. Was mich an diesem Fall besonders interessiert, ist der Umstand der verschiedenen Parteien mit der Situation nach der Entscheidung und so weiter und so fort. Was mich als Ethiker interessiert hat, ist ihre sehr detaillierte zeitliche Beschreibung von ihr, die noch an einigen Stellen weitergeht. Also es war sehr klar, dass es für diese Medizinstudentin, die wahrscheinlich auch aufgrund von ihrem Stundenplan, ihrem Leben gewöhnt ist, sehr in Zeitphasen zu denken, fast nicht aushaltbar, dass hier nicht ganz klar ist, wann die Frau stirbt. So, und da würde ich jetzt gern wissen, und ne, das war nicht in keiner Art und Weise als Spaß gemeint, sondern ich finde das ein wichtiger Lerninhalt, den man kaum in Vorlesungen vermitteln kann, dass Leuten nicht, wenn sie nicht gerade zu Exit gehen, dass Leute nicht in einem bestimmten zeitlichen Rahmen sterben. Aber da ist halt jetzt meine Frage für unsere heutige Veranstaltung, illustriert an den Medizinstudenten, Digitalisierung gut und schön, aber es gibt Berufe, da kommen wir in Grenzsituationen, jeder kommt von uns in Grenzsituationen und wie hilft mir die Digitalisierung da? Da gibt es bestimmt Ideen und für diese Ideen wäre ich aufgeschlossen. Wir publizieren solche Sachen auch in solchen Büchern hier, das ist jetzt meine kurze Werbepause und jetzt komme ich zum Schluss. Mein erstes Fazit war also, dass ich im Moment denke, aber vielleicht bin ich selber da jetzt auch ein bisschen altmodisch, im Moment denke ich, dass man Existenzielles kaum durch Digitales lösen kann. Und jetzt noch was Lustiges. Ich bin auf Facebook mit einer rumänischen Philosophin befreundet, Theodora Manea, die lebt in England. Und ich fand, das passt irgendwie schön zu unserem heutigen Tag. Die hat vor zwei Wochen ein Bild von ihrem Hund gepostet. Nach einer Operation, aus Gründen, die mir selber nicht ganz zugänglich sind, hat sie die offene Wunde von dem Hund gepostet. Und dann hat Facebook dieses Bild versiegelt. Man musste dann draufklicken,
um die Wunde zu sehen, was ich aus Versehen gemacht habe. Und dann jetzt kommt aber, wie ich finde, ein ganz tolles Statement. Dann schreibt sie danach, Facebook is really watching over me. I posted a picture of Lottie's freshly opened knee operation and Facebook covered it with a graphic content blanket. Thanks, though. Could you please, Facebook, also Photoshop my wrinkles? Give me some Prozac, make my existential nightmares disappear and delete all the bad people or at least their accounts. Thank you. Ich finde, das hat viel mit dem zu tun, was wir heute hier besprechen. Und natürlich habe ich Theodora gefragt, ob ich das heute hier benutzen darf. Ich komme jetzt zum Ende. Mein zweites Fazit ist jetzt in Bezug auf die medizinische Lehre oder Lehre im Allgemeinen, das ist so mein kleines Plädoyer, dass ich finde, wir sollten mehr die Fantasie von den Studierenden anregen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so fantasievoll ist, aber zum Beispiel letzte Woche bei meinem Erstsemester Studierenden Medizin habe ich gesagt, okay, jetzt entwerft doch mal selber eine Stellenanzeige für euren Job in 15 Jahren. Das sind ja wirklich ganz, ganz einfache Aufgaben, aber ich habe das Gefühl, dass die nicht guten Computer machen kann, wenn man es denn ernst nimmt. Oder vielleicht könnte der Computer noch schöner machen. Aber dann kommen dann so einfache Sachen. Stelle als Assistenzärztin. Hierbei handelt es sich um eine 70%-Stelle mit einem Gehalt von 7.000 Franken. Ich lese Ihnen das jetzt nicht durch. Aber hier, sie will eine Dachterrasse, optimalen Raum zur Entspannung, einen zugedeckten Veloständer, bescheidene Wünsche. Ist doch interessant. Hier will jemand Dermatologin werden. Chefarzt in Neurochirurgie, 80%, derjenige, der sich in Medizin auskennt, weiß, dass das absolut Fantasie ist, weil es keinen Neurochirurg im Moment in der Schweiz gibt, der 80% arbeiten kann. Das ist jetzt ein bisschen lustig, wo ich finde, mit sehr kleinen Mitteln kann man, finde ich, Fantasie und auch ein bisschen was Lustiges in die Lehre bringen. Es muss ja nicht immer alles so ganz bierernst sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.